Und damit auch schon, muss ich kurz antworten, ein episches Hallo zu World of Warcraft in der Halle der Infusion. Mythisch Plus Dungeon. Diesmal auf Stufe 13. Das erste, was wir mal über 10 haben. Man sollte hier nicht vor den Gegnern stehen bleiben, so wie ich es gerade gemacht habe. Aber man bekommt leider dieses Zeug immer wieder ab von denen. Wie scheint, egal ob man davor steht oder nicht davor steht. Kann nur hoffen, dass man nicht in der Nähe steht, wenn die landen wollen. Feind, den man unterbrechen kann, maximal Stun mit dem Hammer der Gerechtigkeit, aber momentan nicht vonnöten. Kommen wir doch schon durch die ersten Gruppen eigentlich recht gut durch. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich im Schaden stehe, weil hier immer nach und nach weiter gepult wird. Ich denke, ist ein DK. Lassen wir uns mal überraschen, wo wir gleich rauskommen. Eine Kugel sollten wir vielleicht zuerst machen. Ich weiß nicht, wann das angefangen hat, dass sie jetzt links rumgehen. Kann man jetzt dann? Ja, denkt man es dann. Sehr schön. Die bangen wir mal weg. Aber der wird auch danach direkt in die nächste Gruppe rübergehen. Wir schäden uns noch selber ein bisschen, damit wir nicht so viel Aufmerksamkeit vom Heiler brauchen. Wo stehen wir? 75.000 und der Druide war 127. Ja. Bei mir noch ausbaufähig, aber der Druide ist wahrscheinlich viel weiter noch. Hier immer gucken, dass alles bereit ist und das einfach wegbangen. Genauso wie die zweite Reihe bei oder zweite Welle bei diesen Fröschen, die einen vergiften, wo man 10 Sex bekommt und stirbt, einfach draufhauen, was das Zeug hält. Anders werden wir die wohl nicht los. Four, three, two, one. Und jetzt natürlich blöd, wenn man keinen Schild hat, um sich selber ein bisschen zu reducen. Aber okay.
Müssen wir mitleben. Das ist zu weit entfernt. So, bei dem den Blitz raustragen. Die Dinger bei ihm sterben lassen. So raus, da brauche ich keine Hand der Freiheit gerade für. Mal einfach mal dranbleiben, den hier stunnen. Darfst du gerne versuchen, muss ich dich, glaube ich, allerdings leider enttäuschen. Ich habe die statische Woge nicht abbekommen. Doch, habe ich. Oh. Okay. Macht er auf einmal so eine große Welle? Hm, schade. So, am besten belebt er mich wieder, weil ich weiß nicht, wo ich wieder rauskomme. Ah. So. Ist natürlich auch alles wieder ready für... Ich refresh ja gleich, wie das gibt. Ich hätte mich auch schon mal. Ich muss mal sehen. Zweite Welle ist sich schlimmer. Ich glaube, ich bin ganz am Anfang, bin ich mal in den Mistviechern gestorben. Und mich verfolgt keiner mehr. Dann kann man was. Dann, das hat nichts gebracht. Four, three, two, one.
Ganze erwartet uns natürlich auch gleich bei dem großen Frosch-Boss. Es wird eigentlich unterbrechen drücken. Habe ich vorhin meinen Hammer geschmissen. Ja. Kann da stets Rückenwind haben. Gibt ja alles nix, wenn er platt gemacht wird von uns, ne? Schön abgebrochen. Komm, geh down, geh down, geh down, geh down. Stopp, stopp, stopp. Ich freue mich schon auf die erste Woche, wo es heißt, gemütlich Dungeon zu durchlaufen und ein heroisches Teil aus dem Schlachtzug bekommen. Ich hoffe, es wird ein Z-Teil bei mir. Immer schön drum kümmern, dass die jetzt die Freunde nicht erreichen. Ja, ist das doch easy, easy, easy. Gut, aufgrund der höheren Stufe halten wir natürlich wieder ein bisschen mehr aus, aber wenn wir bei 100k DPS ohne Probleme angekommen sind, dann sollte das auch kein Problem mehr sein, zumindest auf der Stufe nicht. Und ich finde, für Stufe 13 kommen wir halt echt simpel durch. Das hat mich einfach erwischt.
Nein, ich wollte unterbrechen. Mein Gott. Dann habe ich mir erstmal Schild gegeben, aus Versehen. Okay, den Drachen kann man jetzt dann. Da die Instanz vorher nie auf Mythic Plus war, habe ich mich damit eigentlich nie beschäftigt, wenn es das dann oder so. Ich muss gleich dringend das Spiel einmal neu starten. Weil ich die Aktualisierung immer noch nicht habe. So, und eigentlich ist der Boss hier auch einfach. Eigentlich. Alter, braucht gerade mal Mana. Mit dem Ding sollte man ausweichen. Frag mich, warum ich eigentlich die ganze Zeit Frostschaden bekomme. Ich bin doch eigentlich weit genug weg. Eigentlich. Bleiben wir da einmal gerade stehen. Wäre ich beinahe noch zu früh drüber gelaufen. Und jetzt kommt der vermeintlich schwerere Teil, finde ich. Also. Gerade mit diesen Ads und der Woge, die da hinten kommt.
nicht schlimm. Ich bin auch rausgelaufen. Ja, okay. Glaub, ich lass meinen Geist mal nicht frei. Weil ich nicht weiß, wo ich dann rauskomme. Ich glaube eher am Anfang wieder. Ich müsste der Droide mich mal aufstellen. Oder der DK in dem Fall. Ah. Das Spiel ist gut überhaupt, ne? Ich darf mich noch nicht runterkicken, weil ich keinen Bock habe, von Anfang an wieder zu laufen. Die Bisserin ist gestorben. Okay, wir haben gerade keinen Battle Wets. Wo ist ein DK? So, der steht da vorne wieder drin. Ah, Mann! Ich hasse diesen Spießroutenlauf, echt. Das ist wenigstens erstmal platt. Aber der DK ist eben nicht gestorben, dann ist er runtergefallen, deswegen hatten wir dann auf einmal die Aggro. Okay, das ist schneller als ich.
Komm, das Ding dahin. Danke. Weit genug weg sein. Und wir können den Tank nicht aufstellen. War ja klar, dass ich nicht mehr dran vorbeikomme. Mein Gott. Muss man darauf achten, dass wir den Kegel gleich wieder aufstellen können. Ah, jetzt macht er das schon wieder, ey. Geh da rum, mein Gott, ey. Was so? Ich musste den DK wieder beleben. Er hat das nicht überlebt mit dem Tanken. Ich hätte das auch nicht lange überlebt. Das ist für den Heiler gerade richtiger Stress. Okay, komm auf meine Seite. Jetzt nicht mehr.
Und dann haben wir das Ganze in Time geschafft. Belebt ihn auch schnell wieder. Und wir haben eine schöne Wertung bekommen. Nochmal 78 drauf. Auf 421. Bei 3 von 8 und ich bin bei 415 bei 5 von 8. Wäre schon besser gewesen. Ja, ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Instanz und hoffentlich wird das dann nicht ganz so knapp wie diesmal. Bis dann. Ciao, ciao.